Hallo, mein Name ist Lisa Fitz, ich bin Kabarettistin und ich sitze jetzt hier bei einer nächtlichen Heimfahrt im Auto und ich bin recht froh, wenn ich dann zu Hause rauskomme, weil es ist nicht der natürliche Aufenthaltsraum einer Kabarettistin. Es ist eng und unangenehm und ich glaube, so geht es auch den Elefanten, Löwen und Giraffen im Zirkus, wenn sie zuerst in der Manege sind und dann in den engen Käfig reinkommen. Und deswegen haben 18 Länder schon ein Wildtierverbot für den Zirkus eingeführt. Und ich glaube, die Politik sollte sich da anschließen und handeln. Weil wenn wir nicht nur an unseren Spaß denken, sondern auch an die armen Viecherl, die ständig so leben müssen, wie sie eigentlich nicht ihrer Natur entspricht, dann tun wir da was ganz Gutes. Schließt euch an. Danke. Servus.